München, Hannover, Nein, Moment. Andere Stimmung. München, Hannover. Hannover, Berlin. Und dann Berlin, München. Ja, das fährt man mit dem Zug. Nein, das fliegt man ganz klar. Nein, das fährt man mit dem Elektroauto. Ob ich noch bei Trost bin? Ja. Viele sind skeptisch und ich zeige euch, dass es gehen kann. Knapp 700 Kilometer gegen den Flieger und dann 300 Kilometer gegen den Zug und dann wieder gegen den Flieger. Stress, Kosten, Zeit und CO2 im Vergleich. Hinhalten muss eines der wenigen Elektroautos weltweit, welches dieser beinharten Competition gewachsen ist. Mein EQS 580 4MATIC. Schnelles Fahren, keine Leistungsreduktion, schnelles Laden und so viel Effizienz wie möglich auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das ist die Rezeptur. Los geht's. Ich nehme der Elektromobilität sein Schnarch-Image. Ein Test, wo nicht Effizienz oder Vernunft im Vordergrund stehen oder Brot- und Butterautos, sondern Skeptikern zu zeigen, was das Elektroauto schon kann. Übrigens, schaut mal, was der Gebrauchtwagenmarkt hergibt auf Evium. Nicht nur Elektros, sondern auch unser Kostenvergleichsrechner, perfekt für dieses Video. Und ihr könnt das wohl krasseste Reinigungsmittel fürs Auto gewinnen, das es gibt, nämlich das Queasy Car Maniac. Auch auf Evium. E-Mail-Adresse eintragen, fertig. Viel Glück und schön, dass ihr da seid. Zeigen wir es denen! Um 2.40 Uhr hat der Wecker geklingelt. Ich bin wirklich früher Aufsteher, aber das muss nicht sein. Egal. Um Punkt 3 Uhr und 9 Minuten ging es los. Ab auf die Autobahn. Natürlich gab es keinen Verkehr. Ich habe mich für eine hohe Geschwindigkeit entschieden, denn ich verfolge die Strategie, lieber dreimal kurz zu halten, aber eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu fahren, womit ich am Ende wahrscheinlich schneller bin als jemand, der langsam fährt und nur einmal lädt. Mit Tempo 120 zum Beispiel hätte ich locker Nempitz geschafft, was knapp über 400 Kilometer sind, weil ich wahrscheinlich sogar 500 Kilometer schaffe aus einer Ladung, also von meiner heimischen Ladung, aber dann fahre ich halt nur 120. Die Autobahn zu dieser Uhrzeit war natürlich ein Träumchen. Und so tuckerte ich mit 170 bis 190 km/h Tempomat vor mich hin. Die Autobahn war blendend frei. Und hier kann ich tatsächlich sagen, ja, es wäre schon langweilig gewesen, mit 120 zu fahren. Die Autobahn ist breit, die Autobahn ist leer. Nach knapp 2 Stunden kommt schon die erste Ladesäule, allerdings habe ich auch 250 Kilometer absolviert in dieser Zeit. Mein Durchschnittsverbrauch 36 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber zeig mir mal ein Elektroauto, das das kann, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h. Durchschnitt. Und das Benzinpendant dazu sind knappe 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Noch 16% im Akku. Aber eine Pause war tatsächlich auch bitter nötig. So, ja, es ist eine der letzten Male, dass ich mit meinem Dicken hier fahre, mit meinem Mercedes EQS auf lange Strecke, denn ab Ende März kommt er weg. Zurück zu meinem Händler, den Ebert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, den Wagen von Ebert zu fahren. Ich hatte zum Beispiel einen Zwischenfall mit den Reifen, weil sie Sägezahnbildung hatten, haben gebrummt wie Sau. Ebert hat mir direkt innerhalb von 2 Tagen einen neuen Reifensatz dann zugeschickt und bin also da wirklich super zufrieden. Aber ich habe mich neu verliebt. Ja. Jedes Mal, wenn ich auf Langstrecke damit fahre, denke ich mir so, Alter, wie krass ist dieses Auto? Aber wie gesagt, ich habe mich neu verliebt. Ab Ende März wird es was anderes. Ist die Frage, wie es dann damit sein wird. Fakt ist, in Sachen Komfort ist das einfach nicht zu überbieten. Ich weiß, es wird immer gesagt, klar, Tesla, auch in Sachen Effizienz, BMW i4, Autos, die günstiger sind und auch sehr weit kommen. Aber wenn du so fährst wie ich in diesem Video, wenn man aber mal einfach schneller fährt, ist das Auto in Sachen Komfort und auch Effizienz einfach nicht zu überbieten. Das ist Wahnsinn. Also ich bin knapp über 35 Kilowattstunden, aber bei dem Tempo. Wir haben knappe 2 Stunden gebraucht nach Himmelkron. Das sind 250 Kilometer. Das ist schon echt krass. Diese Uhrzeit ist natürlich die Downside dessen, wenn man mit dem Auto die Competition gegen das Flugzeug antritt, weil der Francesco, der ja
gegen mich sozusagen agiert in diesem Video. Der fliegt um 6.40 Uhr los. Es ist um 5 Uhr ist er losgefahren zum Flughafen, muss ja früher da sein. Das muss man natürlich auch alles einkalkulieren. Das Warten, diese ganzen Geschichten, auch wenn er mit Handgepäck reist, sehe ich für mich persönlich im Fahren mit dem Auto, selbst auf so eine Strecke, einen ganz großen Komfort zu gewinnen. Und das ist Nummer eins auf jeden Fall, ich steige in meiner Garage ins warme Auto ein, weil das Elektroauto kannst du ja vorheizen. Ja? Stecke es einfach gemütlich von meiner Wallbox ab. Das ist aber auch immer rosa-rot, weil wer keine Wallbox hat und keine Garage hat, der hat diesen Vorteil tatsächlich nicht. Wer nicht ein Auto hat dieser Akkugröße, der hat natürlich diesen Vorteil auf die Langstrecke auch nicht. Das muss man dazu sagen. Also bitte jetzt nicht so tun, als würde das mit jedem Elektroauto gehen. Das will ich natürlich nicht sagen. Deswegen fahre ich auch dieses Auto. Aber einsteigen, ich höre Musik, wie ich will, ich bin an einem Platz, ich muss nicht umsteigen, einsteigen, übersteigen, neben irgendwelchen Leuten eingepfercht sitzen. Das ist halt für mich persönlich besser als Business Class Fliegen auf Kurzstrecke, weil ich halt mein Ding mache. Und das ist für mich ein großer Komfortzugewinn. Ich kann telefonieren unterwegs, was ich im Flugzeug nicht kann, also Geschäfte erledigen in Anführungsstrichen. Und selbst wenn mal eine Pause dazwischen kommt, so wie diese, ist sie, finde ich, jetzt gerade notwendig. Es ist sehr früh, ich bin um 2.30 Uhr aufgestanden. Eine Pause ist da auf jeden Fall angebracht, finde ich. Ich bin kein künstlicher Pausenbefürworter, aber hier in diesem Fall ja, nach 250 Kilometern bei dem Tempo, was ich fahre. Ich bin wieder fresh, ich war in der Luft, ich habe mir einen Kaffee geholt, schnell noch was zu essen, fertig. Und dann ist das alles easy. Also diese Pause finde ich nicht schlimm. Mal sehen, wie viele Pausen es werden auf dieser Strecke bei dieser Geschwindigkeit. Fakt ist, wir sind jetzt nach genau 17 Minuten bei 60% und können eigentlich auch weiterfahren, denn wir fahren nach Nempitz und da brauche ich nicht so viel Akku. Das heißt, jetzt können wir eigentlich schon direkt stoppen und dann quatschen wir mal ganz kurz über die Kosten für all diejenigen, die hier neu sind, was jetzt dieser Spaß gekostet hat, denn wir haben 51 oder 52 Kilowattstunden nachgeladen. Begeistert diese Sage, dass Ionity ja so teuer ist, das war damals, als sie vor zwei oder ja, drei Jahren sogar schon, die Preise erhöht haben. Aber mittlerweile gibt es ja sehr attraktive Pakete, die man dazu buchen kann oder eben hat, wenn man das Auto, ein gewisses Auto hat. Zum Beispiel ich mit dem EQS hatte ein Jahr lang komplett kostenlos bei Ionity. Damit habe ich mir im ersten Jahr unsagbar viel Geld auf die Langstrecke gespart. Und ab dem zweiten Jahr, welches bei mir ja schon angebrochen ist, bist du dann bei 35 Cent die Kilowattstunde im größten Paket, und für mich lohnt sich das größte Paket, da zahlst du halt immer je nach Hersteller zwischen 9 und 15 Euro. Macht dann auf 100 Kilometer 14 Euro. Aber eben bei dieser hohen Geschwindigkeit, vor allem zwischen Himmelkron und Nempitz, bin ich dann nochmal wirklich schnell gefahren. Und dann muss man das Ganze natürlich auch nochmal mit einem Verbrenner vergleichen, der in dieser Leistungsklasse und vor allem auch Größe des Fahrzeugs locker 12 Liter schluckt. 520 PS, 850 Newtonmeter, da bist du schnell mal bei 12 Litern, was 20 Euro auf 100 Kilometer sind. Klar, mit einer Diesel-S-Klasse nicht, aber die Diesel-S-Klasse ist halt auch eine lahme Krücke verglichen damit. Also jetzt im Durchbeschleunigen zum Beispiel. Wir driften aber ab, wir wollen ja wissen, wie es im Vergleich zum Flugzeug ist und zum Zug. Also ab zu Francesco, was macht denn der eigentlich zu dieser Uhrzeit? So, guten Morgen auch von mir. Es ist jetzt 6 Uhr, bin schon am Flughafen, fahre da stressfrei, kein Verkehr um die Uhrzeit in München. Eigentlich angenehm, auch eine humane Uhrzeit zum Aufstehen, im Gegensatz zu Christopher, der musste, glaube ich, um 3 losfahren, ist er. Der Wecker hat um 2.40 Uhr geklingelt, hat er mir geschrieben. Also das ist natürlich echt eklig, weil es ist halt gegen den Rhythmus vom Schlafen. Und ja, das Chillau ist, ich bin jetzt hier am Flughafen, warte jetzt noch. Mein Flug geht in 40 Minuten, also Boarding müsste in 20 ungefähr sein. Also es ist vollkommen okay, jetzt kann man noch sitzen, können Sie noch einen Kaffee holen, man kann... Und ich könnte noch in die Lounge sogar, wenn es ist. Aber sonst, cool, ist einfach angenehm. Jetzt kann man warten. Wenn Chris schon 3 Stunden auf den Beinen ist. Naja, das mit der Lounge und dem Kaffee trinken hat dann für Francesco doch geklappt, denn... Ja, du hast es auf jeden Fall verschrien und du hast gesagt, ich soll in die Lounge gehen. Ich gehe jetzt auch in die Lounge, mein Flug hat Verspätung. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, aber das gehört dazu. Ich meine, es ist ja... Ich meine, ich bin ja auch nicht davor gefeit, wenn ich mir jetzt in die, wenn ich jetzt in den Stau fahre, ist es auch so. Es soll ja, ja eben die Eventualitäten aufzeigen, die halt eben fliegen, Autofahren und
und Zugfahren bergen. Und vom Zugfahren sprechen wir ja gar nicht mal erst, weil ich glaube, das ist halt so das, wo du am meisten mit Verspätungen rechnen musst in Deutschland. Das Lustige an dieser Sache, bevor wir dieses Telefonat geführt haben, hatte ich schon meinen zweiten Ladestopp hinter mir. Also kurz mal zurück in der Zeit. Was hier in diesem Fall auch krass ist, ich kann ja, so wie bei Tesla, also da drüben, einfach anstecken und laden. Das ist ja immer so eine Sache bei Elektroautos, wo man sagt, so ja, die ganzen Karten und sowas. Wenn du also gewisse Fahrzeuge fährst, kannst du bei IONITY einfach anstecken und laden. Wir sind bei 8%, er baut auch schon die Ladepower auf. Heißt also, du steckst einfach nur an, musst keine Lade vorhalten, er erkennt das Auto und lädt los. Und das ist schon ziemlich geil, weil du dir halt das Kartengezeter sparst, vor allem wenn es regnet oder so, einfach anstecken und reinrennen. Fertig. So, jetzt laden wir. Meine Strategie für die ganze Nummer ist, es jetzt bis nach Hannover zu schaffen. Sozusagen habe ich dann zwei Stops gemacht, wenn man so will, was mehr als adäquat ist. Notfalls gibt es nochmal eine IONITY auf der Route bei Magdeburg. Das ist so mein Backup, wenn ich sage, okay, ich kann zum Beispiel nochmal richtig schnell fahren, dann mache ich das. Und wenn er leer geht und ich sehe, ich komme nicht an, kann ich da nochmal ganz kurz halten. Aber dann reden wir von unter 10 Minuten Ladezeit. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Es sind jetzt noch 260 Kilometer bis zum Ziel. Wir sind schon wieder bei sofort 197 kW Ladeleistung. Das ist das, was ich meine. Und von diesen 10% auf den 80%, die wir brauchen, um in Hannover anzukommen, braucht er 30 Minuten. Und diese 30 Minuten brauchen wir jetzt, weil wir brauchen diese 80%, um eben diese Strecke zu schaffen. Und dann hoffen wir, dass der Verkehr erlaubt, dass wir weiterhin so schön flüssig fahren. Was aber immer schwieriger wird natürlich, weil wir steuern jetzt schon Richtung 7 Uhr. Mal schauen. Can I help any children, people who require assistance? Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug mit uns nach Hannover. Und zack, in der Zwischenzeit ist es hell geworden, 80% erreicht, 31 Minuten bzw. 30, ne, weil er erstmal aufbauen musste. Also wie ich gesagt habe, langsam wird es hell, langsam wird es auch trafficy auf der Straße. Also der Verkehr nimmt zu, ich hoffe, wir kommen weiterhin durch. Ich beende jetzt meinen Ladevorgang und weiter geht's. Es ist 7:04. Während sich also zeitgleich Francesco irgendwelche Bevormundungen durch die Ansage anhört, mache ich mich auf den Weg auf meine letzte Etappe. Und das Tolle, weder werde ich gezwungen, die Rückenlehne aufrecht zu machen, noch muss ich irgendwelche Tische hochklappen oder eingepfercht zwischen irgendwelchen Menschen in der Economy Class sitzen. Nein, ich habe meine eigene Business Class. Diese bewege ich dann auf meine Reisegeschwindigkeit, stelle meine Rückenlehne so, wie ich sie will, mache meine Massagefunktion an, habe ein schönes Kissen hinter dem Kopf und höre die Musik, die ich will und so laut ich will. Oder telefoniere oder mache, wozu ich gerade lustig bin. So, nach weiterer zügiger Fahrt wird hier auch noch mal ein Ladestopp eingelegt. Das hat aber gar nicht die Natur des Nicht-Ankommens, weil das Navi hier schreibt, dass wir um 9.31 Uhr mit 14% ankommen. Wäre gar kein Problem eigentlich. Aber das hat einen anderen Grund. Was ist der Grund, dass wir jetzt hier stehen bleiben? Also, die Abfahrt von der Autobahn war kurz, nur 1,5 Minuten. Der Grund ist einfach der, dass ich brauche jetzt gerade die frische Luft. Es ist so, wir würden wie gesagt ankommen, aber es ist schon sehr früh gewesen, 2.40 Uhr aufzustehen. Und ich bin echt müde. Und als dreifacher Familienvater steht natürlich erst einmal die geistige Fitness an erster Stelle, bevor ich über irgendwelche Rekorde nachdenke. Und es ist so, ich hätte jetzt diese restlichen, weiß jetzt nicht mehr wie viele Kilometer, sind nicht mehr viele Kilometer, aber trotzdem nicht mehr geschafft, ohne kurz stehen zu bleiben. Wenn ich stehen bleibe, dann lade ich ein bisschen, weil ich wäre ja relativ leer angekommen und so habe ich ein bisschen Puffer, um danach ja direkt nach Berlin weiterzufahren. Und wenn ich sowieso stehen bleibe, dann lade ich halt lieber. Kann mir theoretisch noch einen Kaffee holen, vielleicht einen Energy Drink oder so. Einfach ganz kurz rein. Laden muss ich ja eigentlich nicht. Das heißt, die Zeit, die ich den Energy Drink hole, kann ich dann auch sozusagen als die Zeit nutzen, die ich lade. Er baut hier wieder richtig schön die Ladegeschwindigkeit auf. Ist das schon tippitoppi? Es geht hierbei jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr darum, jetzt zu gucken, wie fahre ich so wie mit einem Verbrenner, sondern es geht darum, um Skeptikern aufzuzeigen, die zu Recht skeptisch sind, dass es mit dem Elektroauto auch fast so schnell geht wie mit dem Verbrenner.
Dass es jetzt drei Ladepausen sind, das ist halt der Kompromiss. Das ist der Preis, den ich dafür zahlen muss, weil ich fahre schneller. Und wichtig ist eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Denn fährst du eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, ist es sinnvoller, eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu fahren, dreimal kurz zu laden, als, sage ich mal, langsam zu fahren und zweimal zu laden. Was natürlich manchmal dem Elektroauto in die Karten spielt, aber dem Zeitmanagement nicht ist, wenn man 10 Minuten anstehen muss für einen Toilettenzettel und für einen Energydrink. Na, in Grau auch sehr schön, ne? Der EQS in Grau, sehr, sehr schön. Hallo! Einfach unnötig verschenkte Zeit, 11 Minuten wäre gar nicht nötig gewesen. Nachgeladen haben wir 26 Kilowattstunden. Damit schaffen wir, wenn wenig Verkehr ist, deutlich mehr als 100 Kilometer. Jetzt mit, also wenn frei ist, schaffen wir damit, sage ich mal, 80 Kilometer. Also ich habe jetzt 80 Kilometer gewonnen mit dieser Pause, die ich so oder so gemacht hätte. Auch mit dem Verbrenner hätte ich die jetzt gemacht, weil einfach ich zu müde bin. Dann noch wieder sicher verstauen. Bitte nehmen Sie noch Platz und schließen Ihren Sitzgurt. Vielen Dank. Der Gast mit Nostatinger Bölsch in to Hannover Airport. Keine Make-Sure the electronic equipment and your hard luggage are against to safely for landing. Yeah. That's working for it. You the one that curved them for me. You the one that's searching for me. You the one that's hurting for me. You the one that deserves it from me. You the one that, you the one that, you the one that's perfect for me. Yeah, she a little freak. Yeah, she only do it for me. Yeah. What you don't know, girl, you know that I'm willing to teach. Yeah. Reaching your peak. Yeah, you know I'm the one with that reach. You know that. Yeah. Loving your body. Yeah. Loving your body. Baby, yeah, let's get suited up. Let's go. Got you some money. Got you Marine. She giving me streams. I dive in the stream. Fuck with a king. Then you riding with me, two-door coupe, red guts for the seats. Move like a sleaze man, racking a piece. She on a wine and dine and ting. She on a pristine jewel diamond ring. I'm on a big man flex, no arm out. Hermes bracelet, bringing the charms out. She got a fresh blowout with the part out. This type shit make you eat your heart out. So eat it up. After this bill, I'ma beat it up. You was suited up, now you suited down. When that ass move around, yeah, it's heating up. My twin flame. So, während Chris noch auf der Autobahn ist und ich hier warte, würde ich jetzt auch mal gerne meinen Senf dazu geben, zur ganzen Thematik, lieber Auto, lieber Flugzeug. Es ist schwierig, also klar wollen wir alles für die Umwelt, dass wir den Klimawandel stoppen und dass es der Welt besser geht, das ist vollkommen gerechtfertigt, ist jetzt die Sache. Wie viel, muss man uns auch informieren, wie viel CO2-Ausstoß hatte ich wirklich bei diesem Flug? Wie viel Energieverbrauch hat aber auch Christopher? Diese Rechnung werden wir dann auch noch machen. Aber trotzdem, am Ende des Tages zählt ja auch unser Leben. So, warum sollten wir diesen Flug jetzt nicht wahrnehmen? Weil es ist jetzt, ich bin jetzt um 4 aufgestanden, der Chris ist um 20 vor 3 aufgestanden. Und sieht man nicht nur das um 20 vor 3 aufstehen, sondern der Chris musste ja auch eigentlich um 9 oder 10 schlafen gehen, damit er halbwegs fit ist und diese Strecke erfahren muss. Es ist ja Lebenszeit, was verloren geht, nicht nur während der Fahrt, sondern auch davor. Viele sehen das nicht so wie ich, viele sehen das vielleicht auch so wie ich, deswegen leben und leben lassen, aber wichtig ist, dass wir alle was dazu beitragen zum Klimawandel. Ja, höchste Zeit, dass ihr mal sagt, was ihr davon haltet. Seht ihr es wie Francesco oder nicht? Unterm Strich, wenn man auch mein früheres Aufstehen dazu rechnet, habe ich lediglich 2 Stunden 30 Minuten mehr mit Reisen verbracht als Francesco. Und trotz des schnellen Fahrens immer noch eine bessere CO2-Bilanz. Klar, diese schnelle Fahrt ist keine Referenz, denn so sollte man eigentlich nicht fahren. Es ist viel zu konzentrationsfördernd, man ist viel zu sehr abhängig von den Fehlern anderer und es ist natürlich auch Energieverschwendung, machen wir uns nichts vor. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass das Fliegen halt einfach viel, viel schneller geht. Vor allem, wenn du diese Strecke mit einem Brot-und-Butter-Elektroauto fährst. Da schaffst du München-Hannover unter 8,5 Stunden garantiert nicht. Aber ich als Geschäftsmann und Familienvater muss sagen, wenn man an einem Tag hinfliegt und am Abend wieder zurück, dann hat man einen ganzen Tag gewonnen. Das ist halt nun mal so. Denn mit dem Elektroauto wäre ich am selben Tag nicht nochmal zurückgefahren. Angekommen würde ich mal sagen, es ist 9.34 Uhr. Das heißt, wir haben eine absolut fantastische Zeit gefahren von München West nach Hannover, Entenfangweg, wo wir hier sind. Und zwar 6 Stunden und 24 Minuten inklusive Laden. Das ist schon echt heftig. Oder findet ihr nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für so eine Strecke, ja, also, was soll ich sagen? Krasse Nummer, finde ich.
Hä? Wie? Die laden hier mit dem Juice Booster. Dabei heißt es doch, das Ding braucht doch keiner und kauft doch keiner. Also wenn ihr auch keinen wollt, dann schaut einfach mal vorbei unter meinem Link, den ich euch verlinkt habe. Denn der Juice Booster ist jetzt günstiger geworden. Hat jetzt eine Preissenkung erfahren. Bei manchen Modellen gar nicht unerheblich. Ja, bis zu 200 Euro sogar teilweise. Das ist der Zweier, der da liegt. Ich habe den Dreier, den Air. Der ist kleiner. Der ist halt so, ne? Dass du dann halt quasi App-Anbindung hast. Also er ist winzig. Aber gut, der andere ist ja schon da unten. Warum also nicht? Ne? Genau eben das hier ist das Geheimrezept. Rote Industriesteckdose haben die wahrscheinlich auch hinten. Da sind sie reingekrabbelt. Da sieht man es genau. Da. Also so viel zu dem Thema. Braucht keiner, hat keiner. Hätte ich noch nicht mal mitnehmen müssen. Tippitoppi. Jetzt laden wir ungefähr 3 Stunden. In diesen 3 Stunden kriege ich 33 Kilowattstunden rein und kann dann abdüsen. Dann kommt Teil 2 in diesem Video, nämlich Zug gegen Elektroauto. Gute Zugfahrt und viel Spaß im ID.Buzz. Das sieht ja gar nicht mal so kacke aus, ne? Schnieke. Bin ich die Schnieke? Schön. Ja. Schau, dann kann ich jetzt noch einen Apfelkuchen genießen. Ja, den muss ich wie ein Schwein essen. Weil du sitzt hier hinten und bist fett geschattet. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? Naja. Na dann, viel Spaß. Dankeschön. Und gute Fahrt. Ich drück dir die Daumen. Dir auch. Ja, jetzt wird's noch mal interessant, denn jetzt tritt Francesco im Zug gegen mich im EQS an. Es gilt, knappe 300 Kilometer zu absolvieren. Er muss natürlich erst mal wieder zum Bahnhof, dann zum Zug und dann mit dem Zug halt eben ans Ziel. Und dort ist er natürlich auch nicht am Hotel, sondern muss erst mal ein Taxi nehmen. Ich fahre von Haustür zu Haustür. Und ganz ehrlich, selbst wenn das 1,5 Stunden länger dauert, mache ich das 1000-mal lieber als mit dem Zug. Der Zug kostet erstens relativ viel Geld, wahrscheinlich viel mehr als mit einem Mercedes EQS zu fahren. Also wenn man den Anschaffungspreis ausklammert natürlich. Dann hast du kein Handynetz. Dann musste Francesco eine ganze Weile lang im Zug stehen, was einfach mal gar nicht geht, nach so einem Tag vor allem. Dann sitzt du oft Knie an Knie selbst in einem Abteil mit anderen Menschen und kannst als Selbstständiger, der viele Telefonate führt, diese Telefonate nicht führen, außer du willst, dass jeder mithört. Vielleicht machen das manche so, für mich ist das nichts. Klar, sein Vorteil, 254 km/h, da kann ich nicht mithalten. Zumal ich ja nochmal anhalten musste, denn über den Juice Booster konnte ich ja nicht komplett vollladen. Das heißt, mir fehlte ein bisschen und so landete ich wieder in Hohenwarsleben. Aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir komplett Ökostrom geladen, denn IONITY betreibt in ganz Europa seine Ladestationen aus erneuerbaren Energien. Damit wage ich zu behaupten, dass meine Bilanz sogar besser aussieht als die des Zuges. Und ich bin viel flexibler. Man bedenke, vor Ort hat man nämlich kein Auto, wenn man mit dem Flieger oder mit dem Zug kommt. Ich bin vollkommen spontan. Es ist halt so wahnsinnig anstrengend, weil die Leute ganz schlimm fahren. Also schnell fahren ist einfach gefährlich. Nicht, weil man schnell fährt, sondern weil die anderen einfach viel zu viele Fehler machen. Wie oft habe ich es jetzt erlebt, dass du fährst 200 und die Autobahn ist frei, dreispurig, groß, kein Problem. Aber wenn die Leute teilweise von der rechten, aber meistens von der mittleren Spur, rüberziehen in die linke. Also einfach so, Blinker, zack, einfach rüber so. Weißt du, was ich meine? Das ist, sie gucken gar nicht in den Spiegel. Sie setzen einfach den Blinker und ziehen rüber. Und dann musst du auf jemanden abbremsen, der 100 auf der linken Spur fährt, weil er jemanden überholen will, der 90 fährt. Also das strengt an, zusätzlich zur Müdigkeit. Und ist anstrengender als Tempomat 150 fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ganz klare Sache. Dass du schon schneller da bist, ja, aber das Unfallrisiko ist einfach tatsächlich wesentlich höher, muss man ganz klar so sagen. Schade eigentlich, weil Schnellfahren macht mir wahnsinnig Spaß, aber die anderen machen einfach viel zu viele Fehler, weil sie einfach nicht Auto fahren können. Seite. Es ist 15.14 Uhr und der Francesco wartet hier schon vor dem Hotel, weil er hat ja den früheren Zug nehmen können, weil sich der wiederum verspätet hat. War natürlich ein großer Vorteil für ihn. Hier sollen angeblich Ladesäulen sein, sehe aber keine.
Er war um 14.46 Uhr hier. Jetzt ist, also er war eine halbe Stunde vor mir da. Und ganz ehrlich, auch wenn es eine Stunde wäre, hätte ich das niemals getauscht gegen Zugfahren. Nicht zu vergessen, bei Francesco kommen ja auch noch die Taxikosten zu den Zugticketkosten dazu. Am Ende rechnen wir dann mal alles aus. Ich für meinen Teil konnte meinen Wagen auf dem Hotelparkplatz abstellen und dort auch laden. So, kleines Zwischenfazit. Wagen steckt, lädt mit 5,6 kW, ist nicht die Welt. Müsste ich also sehr früh weg, wäre ich nicht ganz voll. Er braucht so bis 7 Uhr morgens zum Laden. In diesem Fall ist es okay, belastet ja auch die Batterie umso weniger. Das Laden allerdings kostet 25 Euro, ist nicht wenig für 70%. Ja, also manche Hotels machen das kostenlos. Hier kostet es 25 Euro zusätzlich zu 32 Euro Parkgebühr. Das heißt, so günstig komme ich jetzt damit nicht weg. Das sind so ungefähr so, ja, ich denke mal so 75 Kilowattstunden, die wir laden. Und ich meine, so umgerechnet 40 Cent die Kilowattstunde ist ja auch noch okay, ist ungefähr Hausstrompreis, so Pi mal Daumen. Was kann ich zu dem heutigen Tag sagen? Ich bin müde, aber nicht komplett übermüdet, dank der Pausen, die ich normalerweise nicht befürworte, wenn es in der Diskussion darum geht, aber in diesem Fall war es bitter nötig. Ich bin wesentlich günstiger gewesen, aber das rechnen wir am Ende nochmal zusammen. Fast so schnell wie mit dem Zug, fast so schnell wie mit dem Flugzeug, wenn man mal so will. Wenn man bedenkt, dass der Flug per se nur knapp eine Stunde dauert, von München nach Hannover, ist es erschreckend, wie viel Zeit man mit einem Flug aufwenden muss, um dann wirklich von A nach B zu kommen. Ja, und da lobe ich es mir, mich ins Auto reinzusetzen, loszufahren in der warmen Garage, alleine zu sein, unterwegs telefonieren zu können, Musik zu hören, wie ich will. Ja, ich bin da gerne für mich. Und selbst wenn ich, wie gesagt, 2-3 Stunden später ankomme, bin ich lieber mit dem Auto. Und das Krasseste ist, meine Frau hat mir eigentlich ein Uhrenband geschenkt. Ich war ja letztes Jahr bei Altair, bei dem Juwelier, wo ich meiner Frau so eine Überraschung gemacht habe. Und sie hat mir wiederum von denen ein Uhrenarmband geschenkt für meine schwarze Uhr, ne, so ein orangenes. Und das wollte ich heute eigentlich dran machen lassen, aber Alter ist zu weit weg von mir. Halbe Stunde jetzt von hier habe ich keinen Bock drauf, aber eigentlich habe ich es geplant. Unmöglich wäre es, weil mit dem Auto bin ich mobil. Das bist du halt nicht, wenn du mit dem Flieger kommst, sondern musst du wieder Taxi und keine Ahnung, sind ja auch wieder Kosten. Und ich habe auch keinen Bock. Ich bin immer sehr gerne für mich. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer. Also, für mich ist das Auto der viel bessere Deal. Ist jetzt nur noch die Frage, wie es wirklich unterm Strich monetär aussieht, ganz speziell im Vergleich zum Zug und auch in Sachen CO2 im Vergleich zum Zug, weil bilanziell sieht da der Zug natürlich wesentlich besser aus, aber auch besser als das Elektroauto, das müssen wir uns noch angucken. So, jetzt noch die Rückfahrt und jetzt geht es ans Eingemachte, die Kosten. Am nächsten Tag haben wir noch den Hyundai Kona Electric gefilmt um 12. Um 1 waren wir fertig und sind somit beide zeitgleich um 13.30 Uhr aufgebrochen. Bei dieser ganzen Kostenberechnung habe ich bei Flugzeug und Zug natürlich auch Flex-Tickets berücksichtigt, die zwar mehr kosten, aber dir die Flexibilität geben, die du ja auch mit dem Auto hast. Und die brauchen wir für einen fairen Vergleich. Wenn man nun alle Kosten zusammenrechnet von meinen Ladevorgängen und auch am Hotel, landen wir bei 192,29 Euro für diesen ganzen Trip von München nach Hannover, Hannover nach Berlin und Berlin-München, was knappe 1400 Kilometer waren. Und das auch noch Ökostrom. Schließlich habe ich in diesem Fall nur bei IONITY geladen. Kommen wir jetzt zum Flugzeug, gibt es zwei verschiedene Modelle, frühes Buchen und spontanes Buchen, also eine Woche vorher. Bei uns ist das meistens so, weil wir meistens 2 Wochen vorher Bescheid kriegen, dass eine Fahrpräsentation stattfindet. Nehmen wir jetzt also das kurzfristige Buchen eine Woche vorher, landen wir bei knapp 955 Euro Kosten, denn wir müssen ja den Zug dazu rechnen, mit dem man von Hannover nach Berlin fährt. Das Best-Case-Szenario beim Flugzeug sind dann 772 Euro, wenn man also 2 Wochen vorher bucht. Auch hier das Zugticket in Höhe von 104 Euro mit einberechnet. Taxikosten wohlgemerkt, vom Flughafen zur Location oder zum Hotel, habe ich hier gar nicht dazu gerechnet. Die kommen ja auch nochmal obendrauf. Und natürlich eigentlich auch das mit dem Shuttle, weil normalerweise wird man ja nicht geschuttelt. Also hier kommt sicherlich auch nochmal locker ein Huni zusammen, aber sei es drum. Kommen wir zum Zug. Dieser ist wesentlich teurer, als ich dachte. Rechnet man nun die Fahrt von München nach Hannover, von Hannover nach Berlin und von Berlin zurück nach München zusammen mit einem Flex-Ticket mit Sitzplatzreservierung, weil das muss sein, landen wir bei 466,50 Euro.
Das ist mehr als doppelt so teuer wie mit dem Elektroauto. Vom Flugzeug sprechen wir gar nicht erst. Und rein zeittechnisch hat sich in diesem Test auch gezeigt, dass weder das Flugzeug noch der Zug wirklich eklatant einen Vorteil hat. Vorausgesetzt, man fährt natürlich so, wie ich gefahren bin. Auf dem Rückweg war Francesco dank seines Flex-Tickets wieder mit einer Maschine früher unterwegs und ist um 13.30 Uhr an der Location los, so wie ich. Fakt ist aber, das schnelle Fahren ist nichts, was man so normalerweise täte. Denn es birgt ja doch ein sehr starkes Risiko. Fehler von anderen, man ist selber übermüdet und wenn man keine Pausen macht, so wie ich, dann kann man schon wirklich vor Übermüdung einen Unfall machen. Also, meine Methode wäre doch lieber außerhalb eines solchen Tests für die Wissenschaft, 150 bis 160 Tempomat und dann ist es viel entspannter. Und man ist sogar noch viel günstiger unterwegs. Und ja, 3 Stunden später, aber hey, man spart sich so viel Geld, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, bei Zug und Flug waren wir ja noch nicht am Ende der Fahnenstange, denn da kommen eigentlich noch die ganzen Taxirechnungen dazu oder Francescos Parkgebühren am Flughafen. All das habe ich nicht. Und ich bin vor Ort, egal wo ich bin, stets flexibel mit meinem eigenen Auto. Für mich also gewinnt definitiv das Auto diesen Vergleich, auch wenn er zeittechnisch mit einem Flugzeug nicht mithalten kann, vor allem wenn man normal fährt und nicht, wie in Anführungsstrichen, eine gesenkte Sau. Aber ihr habt selber gesehen, die Autobahn war frei, diese 200 waren eigentlich gar nicht so schnell im Gegensatz zum Rest des Verkehrs. Jetzt noch die CO2-Bilanz. Diese wird euch auch überraschen. Unter Vorbehalt, es kann natürlich ein paar kleine Abweichungen geben, aber ich habe recherchiert. Ein Flug dieser Strecke wie München-Hannover oder Berlin-München verursacht knapp 145 Kilo CO2 insgesamt, auf einen Passagier runtergerechnet. Wenn wir jetzt also den Flug von München nach Hannover und von Berlin nach München rechnen und natürlich auch noch die Zugfahrt, die wir von Hannover nach Berlin gebraucht haben, weil auch der Zug ja runtergerechnet auf die Person CO2 verursacht, dann landen wir bei 301 Kilo CO2 für eine Person, also für Francesco. Beim Zug sieht es schon wesentlich besser aus. Da ist man bei ungefähr 50 Gramm je Kilometer. Wenn man nun alles zusammenrechnet, landet man bei 77 Kilo CO2 für eine Person, runtergerechnet auf eine Person, für diesen ganzen Trip, der übrigens 1520 Kilometer war, nicht 1400 wie vorhin bei den Preisen gesagt. Jetzt kommen wir zum Elektroauto und hier wird es beeindruckend und ich hätte nicht gedacht, dass er den Zug so deutlich schlägt. Hier muss man aber nochmal ganz klar differenzieren, denn obwohl man bei IONITY Ökostrom lädt, also über erneuerbare Energien in ganz Europa, muss man natürlich beachten, dass Solar, Wind sowie Wasser verschiedene CO2-Bilanzen haben je Kilowattstunde. Somit habe ich alle zusammengerechnet und dann natürlich durch die Anzahl geteilt. Somit bin ich rausgekommen bei 34 Gramm je Kilowattstunde, die man mit dem Elektroauto verursacht, wenn man, also pro Kilowattstunde, eben Ökostrom lädt. Rechnet man das nun auf diese ganze Fahrt, auf diese ganzen Kilowattstunden, die ich gebraucht habe, kommt man bei 19,4 Kilo CO2 heraus für diese ganze Fahrt. Wir rekapitulieren, 77 Kilo waren es bei dem Zug, 301 Kilo bei dem Flugzeug und 19,4 Kilo beim Elektroauto. Also, kostentechnisch gewinnt das Elektroauto. Zeittechnisch ist das Elektroauto nicht nennenswert hinten dran, aber nur wenn man so schnell fährt. Also dieses Kapitel verliert das Elektroauto so oder so. Und in Sachen CO2-Bilanz gewinnt das Elektroauto auch haushoch, sogar gegen den Zug. Nämlich ist das Elektroauto rein rechnerisch dreimal CO2-freundlicher, vorausgesetzt man fährt natürlich mit Ökostrom. Informiert euch hierbei am besten, wo ihr ladet und ob dieser Anbieter mit Ökostrom lädt, so wie eben bei IONITY. Gerade hier war noch die Hölle los, als ich angekommen bin. Jetzt steht kein einziges Elektroauto mehr da. Für mich bedeutet aber Elektroautofahren tatsächlich auch sehr viele Gespräche, die ich natürlich liebe. Gerade hier einen ganz lieben Carmaniac-Zuschauer kennengelernt, der ein Tesla Model 3 fährt, auch mit Gewindefahrwerk sogar. Und er hat gesagt, er hat eigentlich fast alle meiner Videos gesehen. Ganz lieben Gruß raus an euch beide, vor allem seine Frau. Kennt mich ja auch von YouTube, was eigentlich ja so seltener ist, weil die Ladies nicht so wirklich gucken. Und ja, jetzt stehe ich hier. Es ist auch ein anderer Zuschauer gekommen, der ein Genesis G80 fährt. Und eben genau von der Verbrennerfraktion kommt und sich nur durch meine Videos, hat er gesagt, begeistern hat lassen, ein Elektroauto zu fahren. Ja, jetzt geht's weiter. Letzte Station, jetzt nochmal
heimpacen. Und ja, würde ich fliegen, bin ich nicht nur schneller, generell, weil Francesco jetzt dann bald zu Hause ist, sondern, oder gerade eben zu Hause angekommen ist, ich habe es jetzt nicht richtig, weiß ich nicht mehr, gerade habe ich es nicht mehr auf dem Schirm, und natürlich da unterwegs führe ich keine Gespräche an Ladesäulen schon, und manchmal dauert dann der Ladevorgang länger als gedacht, weil man ja einfach in einem guten Gespräch ist. Und was soll man da machen, wenn man Fans trifft? Das ist dann eine coole Sache, ne? Ich liebe das. Ladies and Gentlemen, es ist 19.04 Uhr, Navi zeigt 19.08 Uhr, das ist meine Ankunftszeit, abgefahren um 13.30 Uhr in Berlin, heißt rein rechnerisch, wenn ich mich nicht verrechne, 5 Stunden und 38 Minuten, das ist krass, finde ich, oder? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, inklusive Laden, ich sage nicht nur die reine Fahrzeit, ich sage das, was ich gebraucht habe, wirklich von Hotelhaustür zu meiner Haustür. Und das ist brutal mit dem Elektroauto. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es teilweise echt nicht entspannt war, so schnell zu fahren. Also es macht Spaß, ja, aber man muss auch sehr viel mit den Fehlern anderer rechnen und dein Gehirn arbeitet immer viel mehr. Deswegen ist so eine Pause, oder zwei Pausen habe ich gemacht, ja immer ein bisschen besser. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, also zuträglicher ist schon 150, 160 Tempomat. Weil das ist schon anstrengend. Ich wollte einfach nur zeigen, dass es geht. Ich wollte zeigen, dass es geht für all die, die skeptisch sind. Aber es braucht so ein Auto, das muss man auch dazu sagen. Aber das wird ja durchgereicht nach unten dann irgendwann in der Elektromobilität. Also das ist ein gutes Zeichen. Ich finde, das ist eine hammermäßige Zeit. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Abonniert bitte den Kanal, das freut mich immer sehr, vor allem wenn Neulinge mit dabei sind. Und vergesst nicht, auf Evium vorbeizuschauen, wo wir über 8000 Elektroautos drin haben. Gebrauchte, Neuwagen oder auch Vorführer, wenn ihr eben keinen Bock auf Lieferzeiten habt. Und vergesst nicht, dass ihr da noch das Queasy 3-in-1 Reinigungsset gewinnen könnt. Einfach E-Mail-Adresse eintragen, absenden und innerhalb von 48 Stunden Bescheid kriegen, ob ihr gewonnen habt. Vielen Dank mal wieder fürs Mitdabeisein. Bis zum nächsten Mal.